Hallo zusammen, ich bin auf dem Weg zum Hyde Park, weil ich dort eine Bustour machen möchte durch Sydney. Das Ganze habe ich gestern schon versucht, da habe ich dann meinen Geldbeutel vergessen. Und jetzt muss ich noch Geld abheben. Und dann geht's los. Okay, scheinbar möchte das Schicksal nicht, dass ich diese Reise mache. Der eigentliche Automat, wo ich hingehen wollte, dieser hier, der blaue, der geht gerade nicht. Der Automat daneben mochte meine Karte nicht. Dann bin ich zu den nächsten Automaten, hier war ein Umweg, aber ist egal, bin ich zu denen hin. Der eine hat erstmal 3 Minuten gebraucht, um dann zu checken, dass er out of service ist, nachdem ich meine Karte reingesteckt habe. Und dann der nächste hat gesagt, ja, ich habe nicht genug Geld auf der Karte. Ich weiß aber, dass ich genug Geld auf der Karte habe. Und jetzt muss ich erstmal checken, was da los ist. Und deswegen laufe ich jetzt einfach zum Sydney Opera House. Ist mir doch scheißegal. Könnten nicht alle mal. Hinter mir sieht man den Brunnen, den ich jetzt 2 Tage hintereinander nicht geschafft habe, in der richtigen Zeit zu erreichen mit Geld. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu diesem Vlog. Wir sind gerade im Hyde Park in Sydney, nicht in London. Und ich bin hier, weil ich die Archibald Fountain suche und da gehe ich dann auf eine Bustour. Ja, mein Plan ist jetzt, ich laufe einfach durch Sydney, ist mir jetzt völlig wurscht. Mein nächstes Ziel ist der Botanische Garten. Von da aus sieht man dann die Harbour Bridge und die Sydney Opera. Und wahrscheinlich melde ich mich dann von da wieder. Wie man sieht, bin ich im Botanischen Garten angekommen. Ich habe noch einen Zwischenstopp eingelegt bei der New South Wales Art Gallery. Habe mir ein bisschen Kunst angeschaut. Das hat echt geholfen. Danach habe ich mich überhaupt nicht mehr gestresst gefühlt. Genau, dann bin ich ein bisschen durch den Botanischen Garten gelaufen hier und genau, sitze jetzt hier, chill ein bisschen. Mit meiner Kreditkarte, das hat sich geklärt. Ich habe da angerufen, was ungefähr 5 Minuten gedauert hat, weil ich erst plus 4,9 für Deutschland und dann war aber eine 0 zu viel, dann habe ich mit Doppel-0 probiert, was eigentlich auch geht, aber irgendwie, ich glaube, ich habe 5 Mal gehört, ja, Nummer ist irgendwie falsch. Wie auch immer, hat sich geklärt, zum 1. Dezember wurden die Richtlinien geändert, ich kann nur noch 50 Euro oder mehr abheben, dafür kann ich aber kostenlos bezahlen im Ausland. Also, genau, muss ich einfach 75 Dollar abheben und dann funktioniert das auch. Ich werde jetzt hier noch ein bisschen rumlaufen, ein bisschen schauen, wo ich Fotos machen kann vom Opera House und von der Story Bridge. Sonnenaufgang, Sonnenuntergang, irgendwas, coole Fotos. Und ich muss auf jeden Fall nochmal hier in den Botanischen Garten kommen, weil ich einen Aufsatz habe für meine Kamera, wo man Makro-Shots machen kann. Das habe ich leider nicht dabei. Und hier gibt es so viele schöne Blumen und alles. Das muss ich da auf jeden Fall nochmal ausprobieren. Ansonsten, ja, versuche ich einfach noch ein bisschen mich zu entspannen, was eigentlich die letzten 2 Wochen super geklappt hat. Und jetzt gestern habe ich das 2. Mal probiert, das Melbourne-Video zu schneiden. Und ich habe so viele Videos gemacht, dass ich immer schon beim Aussortieren irgendwie 1 Stunde brauche. Und gestern kam dann noch dazu, dass ich herausgefunden habe, dass ich mit der Uni noch Stress habe und jetzt muss ich mich darum noch drum kümmern. Und das hat mich einfach alles genervt. Und dann bin ich gestern einfach aus dem Hostel raus irgendwo hingelaufen und habe dann noch mit meiner Freundin telefoniert und dann hat sie das alles wieder gelegt. Und jetzt heute schon wieder Stress und dann war das aber mit dem Bilder angucken ganz gut. Tipp für alle Leute, die künstlerische Hintergrundbilder haben wollen oder so, sucht mal aus dem 19. Jahrhundert nach australischer Landschaftskunst. Da sind richtig schöne Bilder dabei. Ich denke, ich werde hier auch mal was einblenden, aber allzu lange oder so kann ich das nicht machen, weil ist ja alles geschützt. Genau, googelt da einfach mal. Und ich werde jetzt schauen, ob ich vielleicht das Video von heute fertig schneide und dann vielleicht danach noch das Melbourne-Video mache. Aber langsam habe ich keine Lust mehr auf die Vlogs, weil irgendwie, ich weiß nicht, ich mache halt nicht mehr so coole Sachen, Videos. Also ich würde lieber gerne coole Videos machen. Und das kommt ein bisschen zu kurz, weil ich irgendwie immer denke, ja, ich muss jetzt da noch Video machen und hier noch Video machen. Und dann setze ich mich 2 Mal hin und versuche zu schneiden. Und dann habe ich viel zu viel Videos gemacht, weil ich eine super coole Idee hatte.
Aber das ist einfach alles. Nee, nee. Über Sydney gibt es noch ein Video. Und dann reicht es auch erstmal. In diesem Sinne, auf Wiederschauen. Bis zum nächsten Mal.